Es begab sich aber zu der Zeit, rund 2000 Jahre ist es her, dass Kaiser Augustus beschloss, die Menschen zählen zu lassen. Er wollte die ganze Welt zählen. Und so befahl er, dass jeder Mensch sich in seiner Heimatstadt melden und aufschreiben lassen sollte. Der Befehl des Kaisers wurde überall im Lande ausgetragen. Die Ausrufer des Kaisers gingen auf alle Märkte und Plätze. Sie verkündeten den Befehl des Kaisers und forderten die Leute auf, sich zählen zu lassen. Jeder musste sich zählen lassen, jeder Mann, jede Frau, jedes Kind und alle Großeltern, Tanten und Onkel. Doch alle Menschen sollten aufgeschrieben und gezählt werden. Auch das Tischlein Josef zog los, um sich in Bethlehem eintragen zu lassen. Er lebte in der Stadt Nazareth. Das liegt in Galiläa. Josef war verlobt mit Maria und Maria war schwanger. Sie erwarteten ein Kind vom Heiligen Geist. Das hatte Josef von einem Engel im Traum gesagt bekommen. Und von dem Engel wusste Josef auch, dass Maria einen Sohn zur Welt bringen würde und dass sie ihm den Namen Jesus geben sollten. Die Geburt ihres Kindes stand kurz bevor. Trotzdem begaben sich Maria und Josef auf den beschwerlichen Weg nach Bethlehem, um sich zählen zu lassen. Für das schwere Gepäck hatten sie einen Esel bei sich, der voll bepackt war. Wie es bei Volkszählungen nun mal so ist, war die ganze Welt in Bewegung. Die Menschen kamen aus allen Himmelsrichtungen in ihre Heimatstädte. Vom Norden und vom Süden, vom Westen und vom Osten. Als Maria und Josef ihren langen Weg endlich geschafft hatten, freuten sie sich, als sie die Stadt Bethlehem in der Ferne liegen sahen. In Bethlehem wimmelte es nur so vor lauter Menschen. In der Stadt hatten sich viele alte Freunde aus dem ganzen Land eingefunden, die hier geboren waren. Alle hatten eine Bleibe gefunden und ein warmes Bett für die Nacht. Doch als Maria und Josef sich auf die Suche nach einer Bleibe machten, war die Nacht schon hereingebrochen. Ja, es war ziemlich spät, als sie ankamen und es stand fest, dass sie hier in Bethlehem, in der Geburtsstadt Josefs, übernachten mussten. Aber wohin sie auch kamen, überall stand ein Schild in den Fenstern. Darauf stand mit großen Lettern besetzt, überfüllt oder leider ausverkauft. Und so brach die Nacht immer mehr herein über Maria und Josef. Nach der langen Reise waren sie sehr müde und erschöpft. Maria hatte zudem das Gefühl, dass ihr Baby noch in jener sternklaren Nacht zur Welt kommen wollte. Sie klopften an allen Häusern und Türen, gingen zu allen Herbergen und Gaststätten, doch niemand konnte ihnen ein Bleibe geben. Naja, niemand stimmt nicht so ganz, denn zum Glück gab es noch einen Wirt, der den beiden einen Stall anbieten konnte. Ein Stall ist nämlich nicht für Menschen gedacht, sondern für Tiere. Das stimmt, aber dort war es wenigstens warm und gemütlich und über ihm leuchtete ein heller Stern. Deshalb waren Maria und Josef dem Wirt auch sehr dankbar, dass er ihnen ein Bett auf Heu und Stroh anbot und dass sie dort bleiben durften. Und Maria bekam dort ihr Kind. In Bethlehem in einem Stall kam Jesus zur Welt. Jesus, der Retter der Welt. Und der helle Stern leuchtete über den kleinen Stall, in dem etwas ganz Großartiges geschehen war. Ganz in der Nähe auf einem Feld war eine Gruppe Hirten. Sie hüteten ihre Schafe und saßen um ein Feuer herum und wärmten sich dort draußen unter freiem Himmel. Auf einmal erstrahlte der Himmel über ihn mit einem ganz hellen Leuchten. So etwas hatten die Hirten noch nie zuvor gesehen. Der Himmel strahlte und ein heller Glanz lag in der Luft. Dann erschien den Hirten eine ganze Schar von Engeln in weißen Gewändern, mitten auf den Feldern. Sie alle strahlten und erhellten auf wundersame Weise die Nacht. Die Hirten fürchten sich zuerst ein bisschen und waren erschrocken, als sie den Engel sahen. Doch der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, wir verkünden euch eine frohe Botschaft fürs ganze Volk. Heute ist der Retter geboren, der Messias. Das konnten die Hirten kaum glauben und wussten auch nicht, woran man einen Messias erkennt. Da sagte der Engel: Ihr werdet ihn erkennen. Ihr werdet ihn als Baby in einer Krippe finden und erkennen, dass der Heiland ist. Da standen die Hirten und konnten ihren Armen kaum trauen. Doch bevor die Engel wieder verschwanden, sangen sie in einem Chor: Ehre
Engelsegg gab ihm Höhe und Friede den Menschen auf Erden. Die Botschaft der Engel machte die Hirten glücklich und erfüllte sie mit großer Freude. Deshalb machen sich die Hirten auf die Suche nach dem neugeborenen Kind. Und sie folgten den Engeln und dem Stern auf dem Weg an die Krippe. Die Engel und die Hirten waren nicht die einzigen, die sich auf dem Weg zum neugeborenen Messias machten. Auch drei heilige Könige machten sich vom Morgenland auf den Weg nach Bethlehem. Sie hatten ihre Kamele bepackt und sahen genauso wie die Engel und die Hirten den hellen Stern am Himmel leuchten. Die Könige ließen sich von einem Sternleuchter bis nach Bethlehem führen. Er beobachtete mit seinem Sternleuchterfernrohr jede Nacht den Sternenhimmel und kannte sich aus. Er kannte eigentlich alle Sterne am Himmel, doch einen ganz besonderen Stern im Firmament, den kannte er nicht. Es war so klar wie der Stern am Himmel, dass dies ein Zeichen sein musste. Ein Zeichen für etwas ganz Besonderes. Der Sternleiter erzählte den drei klugen Königen von seiner Entdeckung. Und sie alle wussten, dass sie diesem Stern folgen mussten. Sie wussten, dass der Stern ihnen den Weg zeigte zu einem neuen König. Und es war klar, dass dieser König größer und mächtiger sein würde als alle anderen Könige dieser Welt. Diesen neugeborenen König wollten sie huldigen. Sie wollten ihn lobpreisen und ihm Geschenke bringen. Königliche Geschenke natürlich. Die Könige hatten Geschenke dabei, die nur für einen König gedacht sein konnten. Die Könige auf dem Morgenland brachten Weihrauch, Myrrhe und Gold auf den Stall von Bethlehem, wo Maria ihr Kind Jesus zur Welt brachte. Sie brachten echte Königsgeschenke für Jesus, den neuen König. Deshalb schenken wir uns doch heute als Zeichen der Freude über die Geburt von Jesus, dem Sohn Gottes, Geschenke zur Weihnachtszeit. Geschenke sind ein Ausdruck der Freude. Helft euch gegenseitig und seid selber ein Geschenk für eure Mitmenschen. Genau das ist die Botschaft. Deshalb ist Weihnachten das Fest der Liebe und Versöhnung. Es ist ein Fest auf der Hoffnung und Frieden auf der ganzen Welt. Besonders in diesem Jahr wünschen wir allen, dass sie gesund bleiben und den Mut nicht verlieren. Wir wünschen allen, dass sie sich nah sein können, auch wenn wir uns in diesem Jahr nicht so treffen können, wie es in den letzten Jahren möglich war. Wir wünschen euch allen ein frohes, gesegnetes Weihnachtsfest. Und ein glückliches und ein gesundes Jahr 2021. Thank you.